Köln baggert an Sané. Der FC soll nach Bildberichten bei Hannover 96 in Sachen Salif Sané angefragt haben. Der 24-jährige Senegalese sei Jörg Schmadtke demnach 2 Millionen Euro wert. Deutlich zu wenig für 96. Die Roten würden wohl erst ab etwa 10 Millionen schwach werden. Wiederum deutlich zu viel für den FC. Fazit: Hannover will den Leistungsträger aus dem Abstiegskampf halten. Der Lord will bleiben. Nach einer durchwachsenen Saison gilt Niklas Bendtner trotz seines Vertrages bis 2017 als Wechselkandidat. Doch der hat andere Pläne. Ich bin sicher, der VfL ist der richtige Club für mich. Es war eine fantastische Saison. Ich habe mich als Spieler und Person weiterentwickelt. Natürlich hätte ich gerne eine bessere Rolle gespielt, aber jetzt freue ich mich auf die neue Saison in der Champions League. Na dann, auf ein weiteres Jahr mit Lord Bendtner in der Bundesliga. Berami darf gehen. Der HSV plant die neue Saison und eines ist sicher: Die finanziellen Mittel werden deutlich heruntergefahren. Die Streichliste ist lang. Ganz oben soll Wallon Berami stehen. Der 30-jährige Schweizer Nationalspieler findet wenig gute Worte für seine Zeit in Hamburg. Für ihn bleibe es eine negative Erfahrung. Laut Bildinformationen kann Berami für 5 Millionen Euro gehen. Eine Rückkehr nach Neapel soll für beide Seiten durchaus vorstellbar sein. Bayer heiß auf Tah. Jonathan Tah vom Hamburger SV war zuletzt an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen. Dort spielte der 19-Jährige eine mehr als solide Saison. Sogar so gut, dass er erst gar nicht zum HSV zurückkehren, sondern es gleich zu Bayer Leverkusen in die Champions League Qualifikation gehen könnte. Bei 8 Millionen seien die Hanseaten laut Kicker gesprächsbereit.